Von Salsa bis Walzer, von Hip-Hop bis Disco-Fox. Beim Tag der offenen Tür in der ADTV-Tanzschule Dieter Keller ist für jeden was dabei. Bei einem dreistündigen Showprogramm können von klein bis groß alle zeigen, was sie gelernt haben. Interessierte können in ungezwungener Atmosphäre erste Schritte wagen. Traut euch, hallo, hallo, wunderbar. Und nochmal nach vorne. Und natürlich kommen auch die erfahrenen Tanzbegeisterten nicht zu kurz. Um den Einstieg in die faszinierende Welt des Tanzens jetzt noch leichter zu machen, gibt es ab kommenden Januar ein neues, flexibles Kurssystem in der Tanzschule Dieter Keller. Wir haben jeden Monat Starttermine, man kann bei uns einsteigen, man sucht sich einen festen Termin aus, da kann man dann immer kommen. Und wir haben aber den Termin an jedem Tag. Also man kann von Montag bis Sonntag jeden Tag in seiner Stufe tanzen kommen. Angenommen, Sie wählen die Grundstufe, da können Sie jeden Tag in der Grundstufe mittanzen. Das Kurssystem läuft auch parallel. Also das, was ich Montag lerne, lerne ich auch am Donnerstag. Weitere Informationen gibt's gleich vor Ort, im Tanzmagazin oder natürlich online. Mit dem neuen System lässt sich das Hobby Tanzen flexibel mit jedem noch so stressigen Alltag verbinden. Apropos Stress, den kann man beim Tanzen bestens vergessen. Ich finde, Tanzen ist für mich ein ganz besonderer Sport, weil man kann einfach alles vergessen, was man so gerade, also welchen Stress man gerade hat. Mir hilft es, meine Emotionen loszulassen, zum Beispiel wenn ich mal wütend oder traurig bin, und generell macht es mir Spaß. Ich tanze hier schon 2 Jahre lang. Und was mich begeistert ist, dass man viel Spaß dran hat und dass ich auch viele neue Freunde hier gefunden habe. Neue Freunde lassen sich in der Tanzschule Dieter Keller immer finden. Ob im Tanzkurs oder bei den regelmäßigen Events. Für eines der beliebtesten sollte man sich aber rechtzeitig Karten sichern. Jetzt im Januar haben wir wieder unseren ganz großen Wintergalaball. Da kommt dann auch Mozi Mabuse zu uns. Die haben wir eingeladen. Die wird dort eine große Show tanzen. Und wir erwarten über 1000 Gäste und freuen uns schon auf das tolle Event. Verkürzen lässt sich die Wartezeit bis zum Wintergalaball am 13. Januar übrigens am besten durch Tanzen.